Hey Leute, ich habe neue Aufnahme gestartet. Oh, Flügel. Guck mal, Hähnchen. Also, warte mal, ich muss gerade mal Alexa aus. Ich hatte noch das Lied eingespielt. Habe ich vergessen, es zu sagen. Hey. Wir sind aber keine mehr, ne? Sind alle tot. Ich habe nämlich keinen Bock. Wird wahrscheinlich der letzte Part heute. An dieser Stelle. Aber mir tut Abby so leid, keine Ahnung. Guck mal, die hat sie zweimal leben lassen. Das beide Male hat die Scheiße gemacht, oder? Ja? Beide? Plus Tommy. Okay, dass die Tommy so kaltblütig tötet, fände ich ein bisschen überzogen. Hätte auch irgendwie klären können. Man kann eigentlich alles klären. Mit Worten. Deswegen frage ich mich ja auch. Warum die es nicht machen? Statt sich gegenseitig abzumetzeln. Verstehst du? Oh, Junge, müssen wir alles jetzt hier sammeln? Warte. Hier geht's weiter, ne? Mal dümmeln. Ich guck mich jetzt nur ganz kurz um. Wenn hier nichts ist. Oh, wir sind ja fast am Arsch. Sehe ich gerade. Ist halt hier. Na dann. Geht's weiter. Okay, da geht's nicht. Okay. Ah, das ist klar. Ja, da ist doch keiner mehr. Mein Gott. Wie die mal überreagiert. Problem, ne? Aber als sie da Kopf überhang. Du bist das, du bist das. Junge. Ist das dein Ziel oder was? Das ist aber ein lächerliches Ziel, oder? Jemand umzubringen. Der dich vorher leben gelassen hat. Der zwar deine eine deiner Freunde getötet hat und Tommy. Nee, nicht Tommy, Joe. Finde ich ein bisschen lächerlich. Dass sie nicht so leben kann, wie sie jetzt ist, ne? Das verstehe ich nicht. Sie hat so ein gutes Leben gehabt. Naja. Boah, was? Was? Öffnen Sie, verdammt! Schlampe! Ich hab die Schlüssel! Ja! Yeah. Jetzt seid frei. Zu den Waffen! Los, 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 mach schon! Los! Hier! Okay, los! Auf geht's! Hey, wo ist Abby? Sie hat einen Biss! Zurück! Hey, richte das verdammte Ding nicht auf mich! Hey! Abby wollte abhauen! Was sieht man das denn direkt? Sie ist bei den Säulen. Den Säulen? Geh runter zum Strand. Nichts zu übersehen. Sie ist bestimmt schon tot. Na los! Ah, die Hüfte macht sich eher bemerkbar. Die blutet wieder in der Hüfte. Das ist doch scheiße. Ist wieder aufgegangen, die Wunde. Hey, was? Nein, ich wollte. Wo steckst du? In Säulen. Was macht die denn? Die hat ja, ein Kind ist nicht, aber die hat eine Familie zu Hause.
Der ist ja scheißegal, dass. Die ist so egoistisch, finde ich. In der Hinsicht. Aber richtig egoistisch, ne? Wie Tommy, was das gesagt hatte. Ist sie schuldig. Hallo? Guck dich mal um. Wobei der mal gesagt hatte, ja. Warte, muss ich mal kurz Pause machen. Wobei der mal gesagt hatte, ja, nee, lass sie gehen. Habt ihr mal letztes Mal gesehen, als nur das Gold geholt hat, hat er gesagt, ja, lass sie gehen. Muss ja nicht sein. Und jetzt, so. Wer ist da? Geht ihr denn jetzt so? Ich meine, ist sie selber schuld, wenn sie stirbt. Ganz klar. Aber wird da noch ein dritter Teil kommen? Dina. Dina wird den führen. Der Junge. Und das Baby. Vielleicht wird das Baby ja später. Oh, kann ich mir gut vorstellen. Ja, die sind ja erstmal safe, ne? Ja, das ist so scheiße, was du da machst. Geh zum Strand. Wärst du doch einfach da geblieben, oder? Wärst doch einfach du da geblieben. Das ist so idiotisch. Egoistisch. Und dämlich. Wenn, würdest du doch die Bitte befreien. Von hier den Leuten. Hab ich echt was passiert? Ob sie das macht oder nicht? Ich glaube eher nicht. Oh mein Gott, ist das die? Nee, der ist tot. Alter. Ich bin schon krank hier. Ist sie. In der Mitte. Ich sehe sie. Boah, die hängen hier. Abi? Um verspeist zu werden. Die gibt's auch noch. Ist der Junge? Was ist das denn? Ich kann das nicht erkennen. Hey. Ja, die. Die? Die Haare sind ja ab. Hä? Entscheidung hat hier in einem Spiel. Boah, ist sie abgemagert. Oh Mann, jetzt ist ein Ziel gehabt, weißt du? Da geht's um Fireflies. Oh Mann. Ich finde das so schade. Lass sie bitte, lass sie. Oh, das ist er. Abgemagert. Oh, der ist gestorben. Nein. Ich helf dir. Die haben ihn verhungern lassen. Ich helf dir. Ist ja jetzt Monate her, ne? Da hinten liegen Boote. Was
Was hat sie vor? Sie weiß es selber nicht, ne? Sagen wir es mal so. Sie weiß es echt selber nicht. Soll ich sie helfen oder soll ich sie nicht helfen? Soll ich sie helfen oder soll ich sie töten? Ich hab echt gedacht, das wäre die eine. Die auch so beleuchtet ist. Ich kann nicht schneller laufen. Gehen. Ja, ich nehme das rechte Boot, ja. Ist okay. Ich bin dann mal weg, ne? Tschüss. Nein, Ellie, nein. Ich hoffe, es gibt mehrere. Nein, bitte nicht. Was ist? Das war mal. Ich kann doch nicht den Jungen da liegen dann lassen. Ich mach da nicht mit. Nein. Ich kämpfe nicht gegen dich. Doch, das wirst du. Das ist ihr Ernst? Halt ihn heraus. Du hast sie mit reingezogen. Okay. Verdient. Leider nicht das Ende. Sorry. Boah, das tut mir so leid, ne? Mann, was die nehmen musste. Ich weiß nicht, wieso machen die das, Naughty Dog? Warum? Dann auch so abgemagert und alles. Kann ich mir so Abby aus. Mann, ich will's doch nicht. Nein, 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 nein. Ich habe extra nichts mehr gedrückt.
Ich muss sie töten. Ansonsten tötet sie mich. Oh, ganz langsam, Alter. Einmal getroffen. Warum? Ich will das nicht. Ich will zum Boot. Kann er ja nichts mehr machen. Nice. Oh, das war gut. Jetzt hätte sie zwei Leute getötet. Ich weiß nicht, ob die das Kind mitnehmen würde, aber glaube ich eher nicht. Der würde anders reagieren. Der hätte was aufgedicht. Dir zwei Finger ab. Das habe ich gar nicht gesehen. Alter. Ich habe gedacht, nur gebissen worden. Und sie kommt wieder zu ihr. Alter, das wird Finger, Alter. Das ist ja ekelhaft. Scheiße. Ich habe gedacht, das wäre nur eine Bisswunde im Finger, aber dass sie die abgerissen hat. Boah.
Alter. Gar nicht gesehen, auch nicht, dass sie ausgespuckt hat, die Fingerknochen. Alter, das Spiel, ne? Komm, ich erzähle später was. Ich will jetzt einfach nur das Ende. Sie ist weg? Oh nein. Oh nein. Wie lange sind wir denn weg gewesen? Scheiße. Sie hätte gesagt, entweder das oder das. Ihr Zimmer ist aber noch da. Erstmal Gitarre spielen. Ja, klar. Ein letztes Lied. Echt komisch an die Gitarre. Was trinkst du da? Kaffee. Woher hast du den? Von den Leuten, die hier letzte Woche vorbeikamen. Oh. Es ist mir etwas peinlich, was ich ihnen dafür geben musste, aber... ist nicht schlecht. Ich hatte Seth unter Kontrolle. Ja, ich weiß. Und du musst aufhören, Jesse wegen meiner Patrouillen fertig zu machen. Okay.
Dina. Seid ihr zwei ein Paar? Nein. Nein, sie... Das war nur ein Kuss. Er hat nichts zu bedeuten. Sie hat... Weiß nicht, warum sie das gemacht hat. Aber du magst sie. Ich bin so dumm. Pass auf, ich weiß nicht, was ihre Absichten sind, aber... Sie könnte sich sehr glücklich schätzen, dich zu haben. Du bist so ein Arschloch. Ich versuche gar nicht. Ich hätte in diesem Krankenhaus sterben sollen. Mein Leben hätte einen scheiß Sinn gehabt. Aber das hast du mir genommen. Wenn ich von Gott eine zweite Chance für diesen Moment bekäme, würde ich es wieder genauso tun. Ich weiß nicht, ob ich dir das hier verzeihen kann. Aber ich würde es gern versuchen. Das wäre schön. Sieht sich. Ja. Alter. Emotion on pur. Lässt die Gitarre da. Ich denke mal nicht, dass die jetzt da bleibt. Nein, Dogman. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Nein, Dogman. Hast du mit Emotionen gespielt? So. Ich würde aber erstmal sagen.
ein unfassbares Game. So krass habe ich die Emotion noch nie bei einem anderen Spiel gesehen. Die Grafik und ja, noch nie bin ich so angespannt gewesen als bei diesem Spiel. Das ist heftig. Klar, bei manchen Passagen dachte man auch, ja, hätte man ein bisschen kürzer halten können. Aber ich fand das geil. Ich fand die Emotionen so krass gemacht von den Gesichtern. Klar ist auch alles, wie nennt man das immer? Glaube ich mit Body. Das ist ja mit echten Schauspielern gemacht worden. Und haben die diese komischen Dinger gehabt, ne? Diese Anzüge, glaube ich. Ich guck mal hier so gleich mal, ob wir noch was als Bonusmaterial haben. Boah, das Spiel, ne? Ich fand das so geil. Ich fand das geil, dass man dann mit der Gitarre spielen konnte. Ich fand die Musik sehr geil, emotional. Der Sinn der Story habe ich nicht, also habe ich schon verstanden, aber warum? Ich habe immer gesagt, redet miteinander, seid nicht dumm. Angefangen bei Abby mit Tommy, mit Joel. Und jetzt hätte man doch direkt, ich verstehe es nicht, wieso kann man sich nicht ausreden, hey, erstmal gefangen nehmen, wenn, ne, und dann, hey, das und das fand ich nicht okay, bla bla. Vielleicht wird er irgendwie sagen, ja, es tut mir sehr, sehr, sehr leid. Und, ich meine, der hat den ja auch gut behandelt, bis, ne, bis er dann erschossen wurde. Also, Joel, Abby. Ja, die Infizierten, die waren krasser gemacht worden. Und ich fand das echt krass gut. Also, ich weiß nicht. Ich mochte die Neuen. Die zwei Neuen. Klar, von dem einen hat man nur einmal gesehen, aber vielleicht wird das ja noch im dritten Teil. Es ist ja bestätigt worden, dass der dritte Teil kommt. Aber schon auch gut, dass jetzt Abby auch laufen gelassen hat, wie sie. Ich finde das echt krass, ey. Am Anfang so, wer ist denn das denn? Hä? Was hat der vor und so? Oh nein. Die meisten sind einfach für Ellie, das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Denn, ihr wisst, Abby hat alles verloren. Von Anfang an. Klar, mit Joel hat man auch viel durcherlebt, ne? Die anderen kennt man halt nicht. Aber Abby, guck dir mal die an. Ihr Vater, die ganzen Fireflies, der beste Freund verloren, der feste Freund verloren, die Freundin verloren. Alles. Dann die Leute, die sie immer gerettet haben, hat sie auch verloren. Also bis auf das Kind. Das ist echt krass. Da hat sie noch Hoffnung gehabt und dann wurde sie halt gefangen gehalten. Und dann hat man dann so einen Fight noch gehabt. Da dachte ich mir auch, Alter, die tut mir so leid, ne? Hatte gerade noch so Hoffnung gehabt, dass sie Fireflies sind. Klar, jetzt wird sie bei den Fireflies sein. Im nächsten Teil wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Aber gut, dass sie ihr Leben hat. Bevor wir gerne. Ist ja gerade noch morgens. Ja, ich hatte jetzt einfach mal durchgezogen, das ganze Spiel. Ich habe jetzt permanent das Spiel gezockt, damit ich mal eins abgehakt habe, bei 20 Stück. Ja, ich bin gespannt auf den nächsten Teil.
Wohin geht jetzt Ellie eigentlich? Zu Tommy? Zum Dingens? Könnte sein, ne? Da willst du mal Tommy enttäuschen. Und Ellie sagt einfach zu Tommy, nee, der ist tot. Die ist tot, ja. Ich hab's gemacht. Ende gut, alles gut. Das wird dann irgendwie rausgefunden, dass der, dass Tommy weiß dann, naja, dass sie noch lebt. Ja. Ah, wie eiskalt und boah. Das Spiel ist richtig eiskalt, auch bei den Toten, ey. Leck mich am Arsch. Das ist so heftig, weil so, hatte ich noch nie bei einem anderen Spiel, ne, dass auch so viele gestorben sind, die man kennt. Kannte. Das ging echt lange, das Spiel. Ja. Klar, bei manchen Passagen hätte man ein bisschen abkürzen können. Bei den Sammelbahnen da, wo man da einfach rum durch die ganzen Orte rum. Na klar, schön, dass ein bisschen Open World da ist, aber ach, war ein bisschen zu langzügig, glaube ich. Ja, auf was? Ich weiß gar nicht, welche Spieligkeitsgrad wir hatten. Hat man noch normal oder leicht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, Troy Baker. Ashley Johnson. Hä, ist das nicht, wie heißt es noch? Ne, ist ein anderer Schauspieler als die von, Beyond the Souls, ne? Ellen Page meine ich. Ach, das sind die ganzen. Warte mal. Okay, wo ist denn jetzt Deutsch? Das mit der Schwangerschaft bei Dinachi ein bisschen komisch, ja? Dass sie ein Fieber bekommt, etc., etc. Klar, vielleicht. Vielleicht weil ich auch hier jung war, ne? Ich weiß gar nicht, wie alt war die. Oder sie wird auf der Suche sein nach Dina und JJ, ne, heißt der. Komischer Name. Ja. Das war echt ein krasses Spiel. Wirklich das beste Spiel. Mehr Simulationen und Grafik und ja, Story geht, ne? Also eigentlich alles. Also das beste Action-Spiel, was ich jemals gezockt habe. Manche sagen, der erste Teil war besser, der zweite Teil ist scheiße. Warum haben die Szene von Abby gestrichen? Warum? Also, dann habt ihr echt nicht verstanden, was der Sinn des Spiels war. Was man damit aufgebaut hatte. Und die auch sagen, ja, warum hat die jetzt den Joel getötet? Junge, die mussten irgendein Ziel reinbauen, damit es im sich weiterführen kann. Das kann ja nicht nur immer happy, happy ending sein. Happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Ja. Kann es nicht sein. Und dass Joel gestorben ist, das war mir sowas von rein klar. Ich habe ehrlich gesagt, dass er im letzten Teil war er fast gestorben, ne? Genau. Aber mir wurde es so klar, dass er stirbt in dem Teil. Deswegen, klar, die Szene mit dem Baseballschläger fand ich ein bisschen überzogen, aber hat das mich nicht eigentlich so richtig gewundert. Klar. Man wusste auch, dass die was in der Hinterhand dann hatte. Dass sie den auf einmal erschossen hatte.
Tja, ich bin echt gespannt auf den nächsten Teil. Alter, das ist ein Spiel, was ich echt weiter durchzocken. Die meisten Spiele hat man nachher am Schluss keinen Bock, also zumindest bei mir. Aber das ist so ein Spiel, wo ich sage, ach, schade, dass es vorbei ist. Alter, das ist so ein Meisterwerk. Unglaublich. Für die, die es nicht denken, geht und zockt Call of Duty. Oder gar nichts. I'm just a poor wayfaring stranger traveling through this world of woe. There is no sickness, no toil nor danger. In that bright land to which I go, I'm going there to see my mother. She said she'd meet me when I come. I'm just a just a going over home. I know dark clouds will gather round me. I know my way is rough and steep. Just before me, where God's redeemed their vigils keep. I'm going there to see my father. I'm going there no more to roam. I'm just a going over Jordan. I'm just a going over home. I'll soon be free from earthly trials. This body red in the old churchyard. I'll drop this cross of self-denial and go singing home to God. I'm going there to see my Savior. I'm going there no more to roam. I'm just a going over Jordan. I'm just a going over.
Neue Spiel Plus freigeschaltet. Was ich tun musste. Ja, es war ein schönes Lied, ne? Zum Schluss. Konzeptarzt. Können wir mal gucken, ne? Jackson. Achso. Sette Tag 1. Was heißt das? Okay. Alter. Was? Ganz schön viel, ne? Können wir alle durch mal skippen? Oder einen anderen Part machen? Machen wir einen Bonus-Part noch. Bis gleich. So, es geht hier mit einer kleinen Übersicht hier weiter. Und zwar kann man hier Konzeptart sehen. Wobei, das sieht aus wie vom Spiel. Das kostet sogar was. Das war scheiße. So war sie ursprünglich geplant. Ellie. Einmal mit kurzen Haaren, einmal mit langen Haaren. Und einmal. Achso. Das ist, glaube ich, die erste Idee gewesen. Danach kam das hier. Und dann das hier. Ah, das ist Dina. Und Jesse. Ah ja. Aussichtspunkt. Ah, da wird Abby gezeigt. Sieht echt aus wie vom Spiel, ne? Wer ist das denn? Wer das hier ist. Achso. Das sieht aber auch krass aus. Patrouille. Was war das denn? Wurde gerade schwarz. Das sind die Klicker. Oh, Alter. Die Horde. Boah, das sieht cool aus. Das sieht richtig cool aus. Boah, Alter. Leck mich am Arsch, sieht das gut aus. Die Hütte. Wer ist das denn hier? Soll es Abby sein? Ich glaube ja, ne? So war das ursprünglich geplant, ja. Hätte man, sag mal so, guck mal, ich war irgendwie gefangen genommen, Joel. Da ist Ellie mit dem WF. Ah, das ist doch. Oder? Ich weiß gar nicht. Was das Mini ist? Das ist jetzt Tag 1. Zusammenpacken. Oh. Ah, das ist die Joe-Szene. Ellie. Verschiedene Designs von Ellie. Dina. Komische Nase, ne?
Zentrum. Es geht die mal alle hier durch, ne? Eastbrook Grundschule. Ach da. Ja, ja, die Szene kennen wir. Das sieht echt aus wie von, ich weiß, das ist irgendwie animiert, ne? Es wurde irgendwie noch bearbeitet noch. Also ist fast das Spiel gewesen, nur halt, ne? Ein bisschen aufstocken. Capitol Hill. Nur drei waren das. Ich nur zwei. Der Tunnel. Oh, da kommen die Prowler, ne? Ne, Schemmler. Ne, Prowler heißen. Aber wie komm ich mal auf Schemmler? Oh, das sieht hässlich aus. Ihhh, Alter, was hat der. Ah. Eiterblas. Ah, nein, Alter. Bah. Das sollte ein Prowler aussehen. Anders aus, ne? Bah. Furzen. Ja, die Blasen. Boah, die Eier. Das ist ekelhaft. Spritzt das auch noch. Bah, ist das ekelhaft. Das Theater. Ah ja. Da wo die in da. Hä? Das sieht aber echt aus, ne? Hä? Das sieht wie echt aus. Das sieht voll echt aus. Das große Geschenk. Ach da. Boah, das war so geil mit dem Museum, ne? Die beste Szene, war. Hm, da war es draußen mit den Astronauten. U-Bahn, Grasland, Rainforest, Sundra. Ah, die Szene. Kommt ein bisschen anders aus. Seite Tag 2. Oh, 20. Wie viele haben die denn bitte hier? Keine Ahnung, ey. Ach, das war Jesse. Concept Arts. Hm. Ja, ja, ja. Die Szene kennen wir. Komischerweise habe ich noch nie so ein Concept Art bei Wikipedia gesehen. Die einen aber geheim. Ui, das sieht auch cool aus. Boah. Boah, die Wie hieß die nochmal? Boah, wie hießen die nochmal? Verdammt! Ah, geiler Arsch. Hey, okay, das sieht ein bisschen abgemagert aus. Mhm. Achso. 24. Na, da kommen die Seraphiten des Gas. Lol, das sieht psycho aus. Alter, ist das tot? Soll das tot darstellen? Ah, die Stalker. Ja. Krass aus, ne? Was ist ja auch mit den Korallen oder diese Algen oder sonst was mit dabei sind.
Straße zum Aquarium. So. Okay, da kam der. Oh. Alter, die sah aber ein bisschen anders aus, ne? Er ist im Hintergrund. Soll Tommy und Jesse sein? Das sieht anders aus, ne? Ist auch so eine Frau da im Hintergrund. Oder soll es Abby und der Junge sein? Hä? Ich glaube, das war irgendwie anders geplant worden. Der Park. Oh, Abby. Stimmt, der Zebra. Hm? Was ist das denn? Hä, wo kommt das denn her? Das ist aus wie ein Cartoon. Die Station. Hm. Abby. Sieht cool aus. Boah, sieht schon cool ausgemacht, ne? Alter, was da für eine Arbeit drin hängt, ne? Soll das Mini sein? Und das Mel? Ist das ein Esel? Nee, doch nicht. Schon krass, wie alles bewuchsen ist, ne? Das ist so heftig. Zu Fuß. Ich weiß nicht, ob ich alles bekomme. Ich müsste eigentlich nochmal... Oh, Isaac. Ist nie runtergesprungen. Ist sie vor dem runtergesprungen? Ah, ne. Oder? Keine Ahnung. Okay. Ja, Werkbänke. Hey. Ist ja unten anders. Muss es sein. Ach, das. Der Wald. Alter. Ah, der Junge. Die sehen ja original noch aus, ne? Küste. Hm. Bringt die weg? Das sieht auch sick aus. Gehört zur Küste. Achso, es sind zwei. Ich meine, hey, das sind ja einig. Die Abkürzung. Oh. Boah, das sieht geil aus. Das sieht ja mega geil aus mit den ganzen Wasserfällen. Oh, das ist geil. Abwärts. Hm. Sei wie runterfallen ist. Sieht ganz anders aus. Ah ja. Das sieht auch krass aus. Das sieht mega aus. One Zero.
ist das Loch. Ist da echt kommt der Fette. Oh, da ist er. Ich weiß auch nicht, wie der heißt, ne? Wurde nie gesagt. Boah, da zerteilt er sich. Boah, was? Was ist das denn? Noch größer oder was? Der war, glaube ich, zu groß. Um veröffentlicht zu werden. Boah, das ist ja auch. Hat da was von der Verwurst, ne? Rückkehr ins Aquarium. Oh, ja, wo ich das gesehen hatte. Hey. Es wurde geplant, dass da Infizierte auftauchen. Okay. Ein bisschen anders gemacht, ne? Der Yachthafen. Die Insel. Gas. Sie alle so psycho aus, ne? Sollten auch so psycho wirken. Die Flucht. Alter, das sieht cool aus. Boah, das Pferd brennt. Was? Horsefire. Steht da. Was ist das denn? Ah, das war der ursprüngliche wahrscheinlich. Das war der Fettsack. Der uns da aufhalten sollte. Aber dann doch ne. Was? Abby ohne Arm? Ach ja. Boah, was? Alter. Sieht krass aus. Ist das Abby oder Ellie? Die Farm. Und Schwein. Die Schafe. Da verschwindet die einfach. Santa Barbara. Ah ja, das ist das, was wir vor kurzem hatten. Wir haben noch 201. Das ist Sort. Ah, das sind diese komischen Soldaten. Ich weiß, wie hießen immer. Ich hab den Namen ja nicht im Kopf. Und die Palmen, ne? Boah, das. Achso, fing ja von vorne an. Der Strand. Ah, das sind die. Ja. Ja, was? Okay. Ich dachte, der hätte keinen Unterleib. Ja, untertaucht die. Was sagt sie? Geh einfach. Die Farm? Nochmal. Achso, Epilog. Ja, genau so. Hey, da kommt die Tanzszene. Was war das? Hey,
Charaktergalerie. Haben wir hier noch. Was ist jetzt los? Die kostet auch. Ellie. Okay, ach so, cool. Ellie in jung. Ellie in etwas Teenager. Ich würde sagen 16. Der ist auch noch jung. Da ist er noch ein bisschen älter. Die Reihenfolge ist ein bisschen komisch gemacht worden. Krass, wie dann da aussah, ne? Krass, die Entwicklung war, ne? Guck mal das Gesicht einfach mal. Immer mehr Trauer. Dann Abby. Das reicht doch gar nicht, ne? Warte mal. Schon mal an die wichtigen. Also. Wie die aussah. Dina. Jesse. Tommy. Haben wir noch Dina. Als Mutter. Wo kriegen wir denn die Punkte her? Alter. Schade. Keine Ahnung, wo man die Punkte herbekommt. Warum wird da so ein Ladebildschirm gemacht? Extra? Okay, das war's. Wir haben das Spiel durch. Ich glaube, ich packe das alles in einen Part rein. Haut rein. Und ja. Wir sehen uns dann in einem anderen Spiel. Tschüss.